neuen Video. In diesem Video geht es nach Poros und Poros schauen wir uns die nächsten Tage ein bisschen genauer an. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß in diesem Video. Gute Unterhaltung. Ja, wir legen gerade in einem Juni ab, nach erfolgreicher Reparatur unseres Windrädchens. War sehr schön hier. Jetzt gehen wir ein neues Gefilde nach dem Kanal durch, Richtung Poros. Und da wollen die nächsten Tage dann sein. Ein kurzer Blick auf den Plotter. Da ist Insel Dokos. Da waren wir schon. In Hydra hier waren wir mit der Fähre, haben uns Hydra angeschaut. Und das ist der Golf von Hydra. Und da geht es heute durch Richtung Osten. Ja, da drüben schauen wir jetzt in den Saronischen Golf. Ich freue mich jetzt richtig, dass wir wieder mal in eine andere Ecke kommen. Uns hat die Ecke im Argolischen Golf total gut gefallen. Aber es ist auch schön, dann mal wieder in eine andere Ecke zu kommen und was Neues zu sehen. So, jetzt sind wir dann bald hier bei Poros, bei der Halbinsel Poros. Und da fängt jetzt auch eine Betonung an, wenn man da durchfährt. Es ist wie so ein Kanal zwischen der Halbinsel und dem Festland. Ist recht spannend. Ui, jetzt haben wir hier einen schönen Blick. Oh, sieht doch hübsch aus. Was für ein hübsches Städtchen. Sagenhaft. Gedauert, ehe wir den richtigen Ankerplatz gefunden haben, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir haben uns mehrere Buchten angeschaut. Einmal war der Anker schon unten, da waren wir zu nah an dem Boot mit Landleine. Und die anderen Buchten, die haben uns alle nicht zugesagt. Oder zu offen, oder zu eng, zu tief. Wir sind halt wählerisch. Aber hier sieht es ganz gut aus. Anleger, den haben wir uns heute verdient. He? In der Tat. So, es hat uns gerade einen Donner wach gemacht und es hat auch ganz fest an zum Regnen gefangen, aber richtig fest. Man sieht gleich gar nichts mehr da draußen. Also der Regen heute Nacht hat richtig gut getan. Wir waren gerade draußen. Die Luft ist total frisch. Es hat runtergekühlt, richtig angenehm runtergekühlt. Und das Boot ist total sauber geworden. Und es soll noch mehr Regen kommen, vielleicht, wenn wir heute Glück haben. Allerdings auch noch mal ein bisschen Gewitter, schauen wir mal. Und windig ist es auch. Und es ist richtig schön hier bei Poros. Gefällt mir gut. Ich bewundere gerade die schöne grüne Umgebung. Es ist wirklich eine grüne Ecke hier. Und schöne Berge ringsrum, wo man schön reingucken kann. Toll. Heute schaut es ein bisschen gruselig aus. Ganz dunkler Himmel. Ganz dunkle Wolken da oben. Dann ist das Wasser auch immer entsprechend dunkel. Das Wasser reflektiert immer die Farbe vom Himmel her. Wir sind gestern hier in Poros angekommen und ich muss sagen, Poros hat mich sehr beeindruckt.
diese schmale Durchfahrt ist echt toll. Man kommt ganz nah an die Uferpromenade entlang. Auf der linken Seite sind ein paar kleine Werften und so die Bojen für Ankerer, für Dauerlieger. Und wirklich spannend. Poros ist sehr stark besucht. Es sind sehr viele Chartergäste von Athen kommen, denke ich mal. Ein wahnsinniges Kommen und Gehen. Wir haben dann lieber geankert, ist mir eh lieber. Und gestern hat ja auch noch Gewitter gemeldet. Und es ist ja auch gekommen heute Nacht. Und da bin ich immer lieber vor Anker. Auf jeden Fall sind wir in der Bucht Rio Neo, oder Neo Rio heißt die. Und da hocken wir jetzt ganz hinten drin in der Bucht, haben wirklich einen tollen Platz erwischt. Haben heute Morgen nochmal umgeankert, wo ein bisschen Platz geworden ist vorne, waren vorher weiter draußen. Und es ist so schön hier und uns gefällt es hier so gut, dass wir, glaube ich, hier ein paar Tage bleiben werden. Heute koche ich uns, beziehungsweise mache ich uns Tortilla Espanol. Da kochen die Kartoffeln, die schneide ich immer ganz klein. Und hier brutzeln schon die Zwiebeln mit ganz viel Paprika, Salz und Pfeffer. Und ich schneide immer noch Zucchini mit rein, dann ist das Ganze nicht so trocken. Und dann habe ich hier noch 6 Eier. So, und so schaut es dann aus. Es sieht ganz gut aus und ich hoffe, dass es durchgebacken ist. Schneiden wir es mal an, hä? Mhm. Wie beim Spanier meines Vertrauens. Wart erst mal ab. Ist das Automatik? Andi ist schon sein Element. Ja, wir haben heute 2 Pakete abgeholt. Und zwar sind die von der Firma EcoFlow. Die Firma EcoFlow, die hat uns nämlich angeschrieben, ob wir mal ihre Powerbox testen möchten. Und da Andi ja für solche Sachen immer zu haben ist und sich für sowas immer interessiert, Sachen, mit denen man Strom machen kann, konnte er da natürlich nicht Nein sagen. Und jetzt ist er auch schon ganz gespannt, oder? Da ist die Powerbox drin. Das ist im Prinzip ein großer Akku, den man laden kann über 220 Volt, 12 Volt oder über die Solarzellen hier, wo dabei sind. Und man kann dann da 220 Volt anstecken. Da ist ein Inverter mit eingebaut. Man kann 12 Volt anstecken, USB-Sachen laden mit USB verschiedene Anschlüsse. Aber jetzt schauen wir mal rein. Jetzt hier kommt mal die Solarbox raus. Also wir packen jetzt mal aus. Genau. Nicht auf. Besser so wie anders. Ah, ja. Ui. Das schaut richtig gut aus. Ach, mit Tasche. Oh. Das sind 4 Solarzellen, die man aufklappen kann. Gesamt 110 Watt, habe ich gelesen. Super. Beschreibung. Es nimmt doch nicht viel Platz weg. Sensationell. Toll. Uiuiui, ist ein Riesenteil. Na gut, Fläche macht halt Leistung, gell? Mhm. Also kann schön zusammenklappen. Mhm. Und hat wirklich schön aufgeräumt dann. So, jetzt kommt das nächste drum. Die Powerbox selber. EcoFlow Extreme ist es. River Pro. EcoFlow River Pro heißt die. Das ist super gut verpackt auf jeden Fall. Mhm. Und sieht auch irgendwie alles recht edel aus. Ja.
Schau, wie klein der ist. Ach, süß. Sieht ein bisschen aus wie ein Radio. Als Lange. Die riesen Batterie im Prinzip kann man jetzt laden mit den Solarzellen, 12 Volt, die ich an Bord habe, oder mit 220 Volt, wenn man es irgendwo daheim hat, oder eben mit den Solarzellen. Ja. Man hat hier verschiedene USB-Anschlüsse in verschiedenen Formaten. Man hat hier 12 Volt Anschlüsse, einen 12 Volt Zigarettenanzünder Stecker oder hier 12 Volt Stecker. Und das ist das Highlight natürlich, 220 Volt Steckdosen. Mhm. Das heißt, da ist auch ein Inverter mit eingebaut. Und im Prinzip ist halt wirklich ein komplettes Backup. Wenn man irgendwas Blitz einschlägt, irgendwas, wenn der ganz bleibt, dann hast du zumindest mal einen Strom und einfach ein Backup. Ich glaube, Taschenlampe habe ich auch noch mit dabei. Cool. Ja, ich lade gerade mal mit 220 Volt auf die Box. Und da zieht sie 620 Watt. 54% Ladung haben wir schon. Ja. Also mit 220 Volt lädt sich mal alles schnellsten. Wie kann ich jetzt die Powerbox noch laden? Einmal mit einem 12 Volt Zigarettenanzünder im Auto. Das heißt, wenn ich mal Solarzellen zu viel Strom habe dann nachmittags, kann ich auch mit 12 Volt laden. Da geht es nicht langsamer, aber funktioniert auch. Und das Kabel wird dann hier angesteckt und das gleiche Kabel gibt es nochmal als Verbindungsstück zu den Solarzellen. Was das Ganze besonders spannend macht, finde ich zumindest, sind die Solarpaneele, mit denen man die Powerbox auch laden kann. Und die Enden sind einfach standardmäßige Verbinder, die eigentlich fast alle Solarzellen haben. Und dafür gibt es halt dieses Adapterkabel, das kann man auch gar nicht falsch machen. Rot auf Rot, zack. Und das schwarze Kabel geht auch nicht nur so rein, auf schwarze. Und jetzt kann ich quasi die Solarzelle mit diesem Adapterkabel anschließen an die Powerbox. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Noch scheint die Sonne schön. Ich trage mal die Solarpaneele aufs Vorschiff und dann stecken wir die Powerbox an. Mal gucken, mit wie viel Watt die lädt. Muss immer aufpassen, dass man keinen Schatten drauf hat, weil Schatten reduziert nicht die Leistung, aber das ist bei jeder Solarzelle so. Haben wir jetzt aber hier vom... Das macht nichts. Ein dünner Schatten. So, da haben wir das gute Stück. Wir können es auch querlegen. Lädt richtig gut mit den Solarzellen. Die liegen auch schön satt dran, also das ist nicht irgendwie windanfällig, gar nichts, sind recht schwer. Da passen sie ja genau drauf, vorne auf dem Vorschiff. Finde ich richtig gut. Und was man der Box alles ansteuern kann, wollen wir die nächsten Tage mal testen. Auf jeden Fall gefällt es mir richtig gut. Ich habe vor 2-3 Stunden mal die Solarpaneele hier ausgebreitet am Vorschiff. Aktuell hat es ein bisschen Schatten von der Reling und habe die Powerbox da unten reingestellt, damit sie im Schatten ist, ist besser. Und jetzt habe ich gerade von meinem Bosch-Werkzeug die 12 Volt Batterieladeeinheit angeschlossen. Schauen wir mal. Genau, mittlerweile ist die Box 98% voll und Output sind 50 Watt, also die lädt gerade gute 50 Watt hier. Und Inputs sind 11 Watt, hängt ein bisschen mit dem Schatten zusammen, weil gerade die Reling Schatten macht. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier an der Powerbox wunderbar meine Akkus laden vom Werkzeug. Sensationell. Da sind wir hier mit dem Scooter und unserer Wäsche ins Laundry gefahren und haben die hier abgegeben. Schaut ein bisschen chaotisch hier aus. Wir haben schon gedacht, oh je, aber die sind total freundlich und morgen können wir unsere zwei Säcke wieder abholen. Einmal 40, einmal 60 Grad. Und dann ist das auch mal wieder erledigt.
Und mit dem Scooter super praktisch, müsst ihr das nicht durch die Gegend schleppen. Weibische wollen sie keine haben, wa? Ui, da spitzt eine raus. Nehmen wir mit? Ja, würde ich auch sagen. Aha, auch nice. Wo haben wir Bier? Die gibt's auch noch. Gleich bei Marion, ja. Aber ich glaube, wir nehmen die andere. Last year, 1918, ist Oktoberfest. Yes, ah, okay, hier. Yes. Ah, wow. It's six times Oktoberfest. Wow. Wahnsinn, überall gibt's Oktoberfest. Das ist der Knaller. So, jetzt haben wir zweimal blau-weiß. Schön schaut sie aus. Beide schon schön aus. Ja, dieses Video endet jetzt hier in der Ormus Neo Rio bei Paulus. Hier ist man eine ganze Woche gelegen. War echt nett hier. Hat uns gut gefallen. Wir haben da auch mein Team hier abgewettert, 2-3 Tage lang. Er steht immer noch, vielleicht kann man es hören im Hintergrund, trotz Mikrofonpuschel. Und morgen wollen wir aber weiterziehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, ist klar. Und wenn es euch interessiert, im nächsten Video gehen wir Richtung Epidauros und der Bucht Korfus. Haben wir zunächst mal vor, mal gucken, ob es soweit klappt. Und schaut rein, wenn es euch interessiert. Bis bald. Ciao, ciao.